schon gesagt, Astrid und Harald. Wir freuen uns sehr, dass Sie dem Diplomatic Council beitreten möchten. Und wir nehmen Sie heute sozusagen offiziell auf im Rahmen dieser Veranstaltung. Dafür haben wir natürlich auch die Statuskarten erstellt. Vielen Dank. Weil es präsentiert sich ja nachher viel, viel besser, wenn du deine Karte trägst. Ja, natürlich. Und die Astrid natürlich auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind ja eine Organisation der klugen Köpfe. Dieser Druck. Dieser Druck. Der drittjüngste Mitglied. Da steckt auch noch viel Potenzial. Aber erstmal zu euch, zu der Präsentation, zu der Vorstellung des Buches, zu den Problemen und vor allen Dingen zu den Lösungen. Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Aufnahme und dass wir Mitglied werden durften. Hang hat ja schon mal was zur BWA gesagt. Wir sagen auch noch was zu uns, ganz kurz. Wenn ich vorweg schicken darf, die Hang hat ja eben gefragt, wie organisiert ihr euch? Und da der Harald ja im vorigen Leben Berufsoffizier war und man das immer noch merkt, ne, bin immer ich als etwas ausgleichendes Element, ne, dabei und wir sind so auch immer zusammen unterwegs. Also eine nette Formulierung. Ja. Ne? Also ich war 20 Jahre Berufsoffizier, von daher kenne ich die Besonderheiten auch von öffentlichen Verwaltungen. Ich sage nur mal zwei Beispiele. Es gibt eine zentrale Vorschrift der Bundeswehr, die da sagt, mit Einbrechen der Nacht ist mit Dunkelheit zu rechnen für den Soldaten und ab 1,40 Meter sind automatisch Schwimmbewegungen zu erzeugen. Das sind zentrale Dienstvorschriften. Und ich war als Wirtschaftsinformatiker in der IT unterwegs und die IT lebt an sich von der Schnelllebigkeit, von der Innovation, von dem, dass man immer wieder neue Ideen reinbringt. Nun ist die Bundeswehr so aufgestellt, dass sie drei Teilstreitkräfte hat. Heer, Luftwaffe, Marine. Wenn man also ein integriertes System aufbauen wollte über alle drei Teilstreitkräfte, dann brauchte man für Mitzeichnungsgänge, weil jeder dieser Teilstreitkräfte hat einen Kommandeur, jeder dieser Teilstreitkräfte muss mitzeichnen, zwischen 3 bis 5 Jahren. Das heißt also, Systeme, die man irgendwann geplant hat, fängt man neu an zu planen, weil die Innovation in diesen Systemen natürlich viel schneller ist, als die Genehmigung dieser Systeme anzuschaffen. Also Bürokratie lebt in allen Halben. Und deswegen hier nochmal ganz kurz, unser Ziel ist, Menschen in Transformationsprozessen zu begleiten und das ganze Thema eben auch zum Wohl der Mitarbeiter zu gestalten. Und wir arbeiten eben für große, kleine, mittlere Unternehmen in unterschiedlicher Konstellation. Und wir sind auch, wie die Astrid eben da immer so schön dazwischen dann sagt, auch zertifiziert. Ja, also insofern trifft auch uns dieser Bürokratiewahn schon allein aufgrund der Zertifizierungen. Und da wir auch Beschäftigtenprogramme der Arbeitsagentur nutzen und mit Fördergeldern umgehen, müssen wir also spezielle Zertifizierungen haben. Und da werden auch die tollsten Sachen gefordert. Aber ich glaube, da kommen wir dann im Bürokratieteil noch näher dazu. Ja, wir haben so einen Überblick dargestellt über die unterschiedlichsten Themen. Und die Hang hat es ja eben schon mal angesprochen. Die Wirtschaftspolitik ist natürlich eins der größten, in Anführungsstrichen, Herausforderungen, die wir in der Bundesrepublik überhaupt haben. Wirtschaftspolitik ist der Rahmen, in dem Wirtschaft stattfindet. Und der Rahmen muss stabil sein. Wenn ich also heute über E-Mobilität rede und E-Mobilität aber morgen wieder die Prämie reduziere und heute im Wahlkampfprogramm der SPD lese, wir wollen eine neue Prämie aufbringen, dann ist es nicht die Sicherheit, die Unternehmen brauchen für eine zukünftige Entwicklung, die ja nicht auf 2 oder 3 Jahre ausgerichtet ist. Eine Maschine, eine Anlage, ein Produktionsstandort wird nicht auf 2 oder 3 Jahre geplant, sondern auf 10, 15 Jahre geplant. Und wenn ich Rahmenbedingungen immer wieder rauf und runter ändere, dann kann ich mich nur Nein, dann muss ich mich nicht wundern, wenn Unternehmen diesem nicht folgen können. Wir sind ja in vielen Unternehmen in den oberen Entscheidungsebenen unterwegs und wir hören halt allen halben und das wird uns auch von den Gewerkschaften bestätigt, dass
viele Industrieunternehmen inzwischen seit über 8 Quartalen negative Zahlen schreiben und bisher ruhig gehalten haben, auch natürlich mit dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Aber das ist natürlich nach 8 Quartalen in Folge negativer Entwicklung einfach nicht mehr zu leisten. Also insofern ist dieser Arbeitsmarkt sehr volatil und ja, das begegnet uns überall. Und insofern ist das Thema Deindustrialisierung, Dekarbonisierung ein sehr uns begleiten dramatisches. Ne? Ja, und vor allen Dingen deswegen Dekarbonisierung. Wenn man die Dekarbonisierung wirklich zu Ende denkt, dann sind aus der Steinkohle ausgestiegen. Wir werden aus der Braunkohle aussteigen. Aber das, was die Unternehmen brauchen, ist Planungssicherheit für die Energie. Und wenn es heißt, dass wir heute im Monat bis zu 50 kurzfristige Energieausfälle haben, dann sind es für Unternehmen, die vollautomatisiert mit Robotern arbeiten, keine Möglichkeit mehr, das aufzufangen. Weil diese Roboter gehen auch im Millisekundenbereich bei nicht vorhandener Energie in einer Ausgangsposition zurück. Und das wiederum heißt Neuanlauf, heißt Kosten, die dort entstehen. Gleichzeitig haben wir bei der Dekarbonisierung keine Sicherheit dahingehend, wie wollen wir denn die gesamte Primärenergie zur Verfügung stellen? Weil das Thema Kapazitätsmarkt heißt, dass wir Gaskraftwerke aufbauen wollen, die dann einspringen, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst. Aber diese Kapazitätskraftwerke sollen innerhalb von 5 Jahren aufgebaut sein. Bis heute sind aber weder Rahmenbedingungen noch Investoren in der Lage, genauestens zu formulieren, wie soll das Ganze denn funktionieren und wo ist der Benefit dafür? Weil diese Gaskraftwerke sollen ja dann einspringen, wenn die Energie nicht reicht. Wie werden aber die entsprechenden Ausfallerscheinungen für die Gaskraftwerke dann sein oder Gebühren dann sein, wenn sie nicht genutzt werden? Auch das steht im Raum. Das führt eben dazu, dass Unternehmen abwandern. Auch das wird in unserem Zusammenhang deutlich. Wir sind viel in der Automobilindustrie, in der Zulieferindustrie, Chemie. Und ja, also insofern begegnet uns dieses Thema gerade auch, dass zum Beispiel Produktionsstraßen stillgelegt werden, dass ganze Kraftwerksbereiche in Revision gehen, also runtergefahren werden. Und in Teilen wahrscheinlich auch gar nicht mehr hochgefahren werden. Und das korrespondiert in Teilen damit, dass sich ein Wirtschaftsminister hinstellt und die CO2-Einsparungen lobt, die aber sehr relativ sind, wenn ich weiß, dass entsprechend die Anlagen gar nicht laufen und Industriearbeitsplätze in Gefahr sind. Ein schönes Beispiel, was uns in unserer Praxis begegnet ist, also ein schönes Beispiel ist jetzt relativ, ist eher dramatisch. Also wir arbeiten für einen Primär-Aluminiumhersteller, der eben die Produktion eingestellt hat, weil natürlich diese Produktion auch energieintensiv ist und die Produktion so viel Energie braucht wie die ganze Stadt Düsseldorf in dem Fall. Und das Unternehmen hat sich dann in einem Monat dazu entschlossen, alle Mitarbeiter bei vollen Bezügen nach Hause zu schicken. Und die hatten ihre Energiekosten gehedged, also sprich, die haben die Energiekosten festgeschrieben und haben dann die Energie, die sie gehedged haben, verkauft am Markt und haben damit Gewinn gemacht. Das Problem ist nur, dass das nicht der Sinn und Zweck ist. Das heißt, die Industriearbeitsplätze gehen unwiederbringlich verloren. Dieser positive Effekt ist sehr kurzfristig. Und Herr Habeck in dem Fall stellt sich auch noch hin und lobt das. Das ist schon, das muss man schon auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man das zum Beispiel sagt, ganze Wirtschaftszweige wandern ab. Es gibt ein ganz klares Statement von BASF. BASF sagt, wir investieren in China. Und wenn man sich Bilanzen etwas deutlicher anschaut, dann gibt es heutzutage in vielen großen Unternehmen nur noch Ersatzinvestitionen, keine Neuinvestitionen mehr. Das ist ein Riesenproblem, weil eben, wenn ich keine Rahmenbedingungen habe, die verlässlich sind, kann ich auch nicht dauerhaft investieren. Und dann kommen wir zu dem Thema Subventionen. Subventionen sind etwas, was auf Dauer Wirtschaft nur vermeidet. Dann habe ich Mitnahmeeffekte. Also die ganze Diskussion um das Thema Brückenstrompreis
war in Teilen falsch aufgesetzt, weil man hätte Anreize schaffen können, Subventionen nicht dauerhaft zu bekommen, sondern eben zu sagen, wenn ihr denn bestimmte Produkte, bestimmte Investitionen in bestimmte Anlagen fahrt, dann unterstützen wir das. Aber nicht nur als Subvention, sondern als Anreiz für Investitionen. Und das ist eben das ganze Thema der ideologischen Wirtschaftspolitik, weil wir wollen mit aller Macht grün werden. Wenn man aber bedenkt, dass unsere Energie zum überwiegenden Teil nicht aus grüner Energie besteht, weil Energie ist mehr als nur die Elektrizität, die wir hier verbrauchen. Energie ist auch das Thema Kraftstoffe, das Thema Wärme. Und gerade das Thema Wärme ist in der Industrie ein Riesenthema durch die industrielle Kopplung. Das heißt, Wärme wird doch benutzt, um wiederum Produkte zu erzeugen. Und das erzeuge ich nicht mit elektrischer Energie, sondern das erzeuge ich eben über das Thema Dampf, was wiederum über Kraftstoffe erzeugt wird oder über Braunkohle. Ja, nur mit Strom kann man bestimmte Wärme gerade gar nicht erreichen. Das heißt, da kann man gar nicht diese Hitze produzieren. Ja, und das Thema Bürokratie. Also wir sind ein eher kleines mittelständisches Unternehmen und wir stellen das ja am eigenen Leib fest, was wir alles erfüllen müssen. Ganz neu oder relativ neu das Thema der Ombudsstelle. Das heißt, nach dem Whistleblower-Gesetz müssen wir unseren Mitarbeitern und auch unseren Kunden und interessierten Parteien, wie es so schön heißt in der ISO, die Möglichkeit geben, sich über uns zu beschweren. Das heißt, das haben wir ausgelagert, das macht ein Rechtsanwalt. Wir haben externen Datenschutzbeauftragten, weil wir mit besonders schützenswerten Daten, also unserer Mitarbeiter, zum Beispiel in den Transfergesellschaften oder im Outplacement, umgehen. Wir haben ständig Prüfungen, weil wir ja zum Beispiel auch mit Fördergeldern der Agentur für Arbeit oder aus dem Europäischen Sozialfonds arbeiten. Und diese Prüfungen, die sind so spaßbefreit, dass man sich das als Normalsterblicher überhaupt nicht vorstellen kann. Also wir müssen zum Beispiel für diese ESF-Prüfungen dürfen wir keine elektronischen Kontoauszüge vorlegen. Da müssen wir also bei der Bank für Projekte, die über 3, 4, 5 Jahre zurückliegen, müssen wir aus dem Archiv, wenn du eine Bildershow machst, also ich spreche dazu. Ja, ich wollte ja wieder zurück dahin an den Ausgangspunkt. Müssen wir für teuer Geld die Original-Bankauszüge bestellen und dann kommen mindestens 4, manchmal auch 5 Mitarbeiter der Bezirksregierung und machen auf jedes Dokument, und das sind dann Tausende unter Umständen, einen Stempel, schreiben von Hand das Aktenzeichen des Vorgangs drauf und unterschreiben. Und ganz zum Schluss, wenn alle diese Sachen geprüft sind und wir müssen dann, das ist auch kein Scherz, wir müssen dann die Rechnung von Office Discount über 16,92 Euro, über 1000 Umschläge, müssen wir über Quotal runterrechnen auf 998 Umschläge, die uns aber nur zur Verfügung stehen, rein rechnerisch. Und also das ist unvorstellbar. Wir müssen nachweisen, dass unsere Projektleiterin ein Gehalt bekommt. Und gleichzeitig müssen wir nachweisen, dass sie das Gehalt an uns nicht zurückzahlt. Da ist immer die gleiche Projektleiterin, die mit diesen geförderten Projekten zu tun hat, sagen wir, also sie würde wahrscheinlich nicht seit 10 Jahren für uns arbeiten, wenn sie das Gehalt an uns immer zurückzahlen müsste. Aber das ist Bürokratie, die uns schon belastet. Wir brauchen, ich weiß nicht, wir haben ein Beauftragtenwesen, also da wir dezentral arbeiten, anderes Beispiel, wir sind ja immer in den Unternehmen bundesweit unterwegs, manchmal eben auch nur ein oder zwei Mitarbeiter. Diese beiden Mitarbeiter müssen aber sowohl mindestens einer davon Ersthelfer sein und Brandschutzbeauftragter, weil ja sonst das Projektbüro nicht ordnungsgemäß besetzt ist. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter sind Brandschutzbeauftragte, Ersthelfer. Alle 2 Jahre wird das wiederholt. Wir unterweisen in Bildschirmarbeitsplätzen, dass die Schwelle zwischen den Büros also eine gefährliche Sache ist. Da kann man drüber stolpern. Und dann haben wir gesagt, also unsere Leute reisen auch noch, die fliegen auch noch, die fahren mit dem Zug. Und dann hat die Dame, die zuständig war, ganz ernst gesagt, ja, dann müssen wir das auch noch unterweisen. Ja, hätten wir mal nichts gesagt. Also, wahrscheinlich unterweisen wir demnächst beim Aufstehen. Also ja. So weit werden wir noch kommen.
Also bis jetzt haben es bei uns alle überlebt und wir haben ein Problem, weil in unserer oberen Etage ist ein Podest. Wenn es also brennt, kann man auf dieses Podest, aber es ist nicht für alle Mitarbeiter im Unternehmen geeignet, sondern nur für 2 oder 3. Also muss man eine zusätzliche Feueranlandungstreppen, weiß ich was, Drehleitergenehmigung einholen. Ja, und dafür können wir, also kleines mittelständisches Unternehmen, allein dafür können wir schon 2 Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigen. Und ich glaube, das ist, wir produzieren ja noch nicht mal irgendwas. Also wir machen eine Gefährdungsbeurteilung, was ich gerade erzählt habe. Wir machen natürlich auch eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Faktoren. Wir hatten gerade am Anfang des Jahres eine Begehung Arbeitsschutz. Da wollte man unsere Arbeitsschutzkommissionsprotokolle sehen. Das treibt schon Blüten. Ja? Und dann sind wir noch nicht bei EU und Vorgaben, die EU vielleicht eben produzieren im Gewerbe macht. Also nur noch eine Anmerkung zu dem Thema ESF-Prüfungen. Wir sind verpflichtet, ESF-Unterlagen 30 Jahre nachweissicher aufzubewahren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir haben ein Projekt Aquafoto 2005 gemacht. Da waren 1400 Mitarbeiter. Von 1400 Mitarbeitern haben wir Bögen, Erklärungen, Unterlagen und so weiter und so fort. Das sind Kisten, das sind Umzugskartons, die wir aufbewahren müssen bis Ende 36. Aber Gott sei Dank muss man ja bestimmte Unterlagen nur noch 8 statt 10 Jahre vorhalten. Das erspart uns irrsinnig viel Aufwand. Aber wir haben doch hier Bonner aus der Region. Ne? Gibt es irgendwo eine hochwassersichere Garage, dann tun wir die Unterlagen da rein. Wir würden sie mieten. Wir würden sie mieten. Ja, bei Schlüsseltechnologien kann man im Endeffekt darauf gehen, zum Beispiel Weltraumtechnik. Irgendwann hat man sich entschieden, in der EU, in Deutschland, eben aus diesen Technologien auszusteigen, beziehungsweise so restriktiv zu behandeln mit Vorgaben und dergleichen mehr, dass eine Innovation nur noch unter erschwersten Bedingungen möglich ist. Ja, ideologische Politik, haben wir eben schon gesagt, braucht viel Geld, weil Subventionen, alles das. Es gab mal im Endeffekt ein Zitat so nach dem Motto, dann machen wir halt mehr Schulden. Ja, aber Schulden sind ja im Endeffekt Lasten, die wir auf zukünftige Generationen verteilen. Und das kann ja nicht Gegenstand einer Politik sein, dass man im Endeffekt auf Kosten einer zukünftigen oder der zukünftigen Generation lebt. Schönes Beispiel hast du mir noch gesagt. Also man hat sich entschlossen, etwa 1 Milliarde Schuldentilgung pro Jahr durchzuführen, führt dazu, dass wir 2000... Wenn man sich entschlossen hätte, dann würden wir 2230 oder irgendwas, schuldenfrei also in mehr sein. Als 200 Jahren, wären wir schuldenfrei, aber auch das ist ja illusorisch. Aber zum Thema ideologische Politik haben wir noch ein Beispiel, auch aus unserem Umfeld. Wir haben für Daimler und Evonik ein Gemeinschaftsprojekt gearbeitet. Da wurden Batterien für den E-Smart damals produziert. Im Osten an der Dreiländereck Polen, Tschechien. Ne? Tschechien, ja. Ich bin nicht so gut in Erdkunde. Dann hat man nach genau mit oder 2 Jahre vor Auslaufen dieser Förderung, hat man alle Mitarbeiter gekündigt und hat das Projekt eingestellt und hat dann, um der Förderlogik Genüge zu tun, noch die Entwicklung, also 20 Mitarbeiter bis zum Ende der Förderung behalten. Und wenn man jetzt überlegt, das ist noch keine 10 Jahre her, wie uns das Thema E-Mobilität, wo eben der Rahmen dazu auch fehlt, also wenn man ihn vielleicht damals schon gesetzt hätte, hätte man sicherlich auf diese Entwicklung der Batterien weitergesetzt, aber da sind eben Millionen und mehrere 100 Millionen auch im Sand, in den Sand verschwunden. Worden. Ne? Und die Förderung wäre was gewesen, was uns allen im Zuge dieser ganzen Entwicklung jetzt geholfen hätte durchaus. Ja, Energie ist ein schönes Stichwort. Energie bewegt uns ja allenthalben überall. Energie ist im Endeffekt, die Elektrizität, haben wir gesagt, ist ja nicht nur, ist nicht gleich Primärenergie. Und wenn man dann Zahlen sieht, dann glaubt man immer, wir sind heute schon in der Lage, 60% unserer Energie durch Wind- und Sonnenenergie bzw. grüne Energie zu erstellen und zu versorgen. Das sind aber nur knapp 17% der Primärenergie. Weil Primärenergie, habe ich eben schon gesagt, ist gleichzeitig das Thema Verkehr, ist gleichzeitig das Thema Wärme, ist gleichzeitig viel mehr als nur Elektrizität.
Und das wird dabei verkannt. Diese Energie erzeugen wir nicht durch grüne Energie, sondern wir müssen uns eben darüber unterhalten, wie wollen wir denn zukünftig die Energiesicherheit unserer Unternehmen sicherstellen. Und das ist eben ideologisch geprägt. Ideologisch deswegen, weil wir sind aus der Kernkraft ausgestiegen. Das war eine reine ideologische Entscheidung. Da gibt es Risiken, gar keine Frage. Die sind auch manchmal nicht zu 100% kalkulierbar. Und das Thema Endlagerung ist ein Riesenthema. Aber heutzutage kaufen wir Kernenergie aus unseren Nachbarstaaten, aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Belgien. Belgien, schönes Beispiel, eines der risikoreichsten Kraftwerke überhaupt. Aber wir kaufen, weil wir nicht dauerhaft eben diese Energie sicherstellen können. Und das Paradoxum ist, wenn wir zu viel Windenergie oder Sonnenenergie erzeugen, verkaufen wir an Norwegen, also die nehmen das uns ab, verlangen dafür etwas und wenn wir sie wieder brauchen, dann bezahlen wir nochmal. Wir zahlen also doppelt, einmal für die Abgabe und einmal für das Zurückholen dieser Energie. Aber das Marketing unseres Staats funktioniert da ganz gut, weil wenn man im Freundeskreis oder wo auch immer spricht über dieses Thema, sind alle überzeugt, mehr als 60% der Energie wird ja über erneuerbare Energien zugeliefert. Nur das bezieht sich eben auf den Strom, aber nicht auf den Gesamtenergieverbrauch. Und da unser Wohlstand auch gerade von dem Thema der Industriearbeitsplätze, weil wir sind ein exportorientiertes Land, abhängt, wäre natürlich schon das eine Rahmenbedingung, die sinnvoll die wäre. Die Lösung des Energieproblems ein wesentliches. Und ich habe es ja eben schon beim Eingang gesagt, auch Wasserstoff. Wasserstoff ist natürlich als Energie auch verfügbar, müsste dann aber durch grüne Energie erzeugt werden und unser gesamtes Rohrleitungssystem ist nicht in der Lage, diesen Wasserstoff so eins zu eins wie Gas zu transportieren, weil mit anderen Drücken, mit anderen Vorschriften und anders verfügbar. Gleichzeitig hat aber unser Wirtschaftsminister zuletzt verkündet, dass bis 2040 er etwa 30% der Erdgasheizungen in den privaten Haushalten umstellen will auf Wasserstoff. Wie das funktionieren soll, erschließt sich uns noch nicht so ganz. Nein. Ja, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel, ein weiteres schönes Thema. Ja, ich meine, seit 23 gibt es ja die Flexi-Rente, das heißt, Rentner dürfen unbegrenzt dazu verdienen. Nur wir stellen fest, gerade in den Konzernunternehmen, wo wir unterwegs sind, wollen die wenigsten weiterarbeiten. Also sie haben sich alle schon auf das Thema Ruhestand und Freizeit eingestellt. Das ist aber natürlich, das macht Sinn, da nochmal Rahmen zu schaffen, wo sich eben das Arbeiten, Weiterarbeiten deutlich lohnt, weil gerade die Älteren ist natürlich in der älter werdenden Gesellschaft auch als Ansprechpartner sind die Älteren unverzichtbar. Also eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. Und wir stellen auch häufig fest, natürlich wird viel getan, Patenschaftsmodelle, das Wissen im Unternehmen zu behalten. Aber wir arbeiten auch gerade für ein Unternehmen, die haben dann festgestellt, in 2 Jahren ist die gesamte Instandhaltung in Ruhestand. Und es ist noch keine einzige Maßnahme dagegen eingeleitet worden. Und das begegnet uns tatsächlich relativ häufig. Also wir waren vor 2 Jahren vielleicht in einem Unternehmen, da haben wir uns kennengelernt, es gibt eine Transformation, wir sollen unterstützen. Dann sagt das Unternehmen, ja, können Sie überhaupt mit der, ich weiß nicht, sowieso Matrix umgehen? Mir gesagt, oh, klar, dann sind wir rausgegangen und gesagt, oh Gott, die sowieso Matrix sagt uns gar nichts, müssen wir mal googeln. Also Ende vom Lied war, das Unternehmen hatte nicht nur gar keine Matrix, die hatten überhaupt teilweise gar keine Akten über ihre Mitarbeiter. Das heißt, Mitarbeiter, die 35, 40, 45 Jahre beschäftigt waren, die sind irgendwann mal da angefangen, auf Zuruf. Da gibt es weder eine E-Akte noch eine Papierakte. Und das Unternehmen weiß noch nicht mal annähernd, also selbst wenn es E-Akten gibt, haben wir auch ein Beispiel, hat das Unternehmen überhaupt keine Vorstellung, was ist die Ausbildung, was sind die Weiterbildungen, die können uns noch nicht mal sagen, was sind die Stationen im Unternehmen. Und das ist ein Muster, was uns in 95% aller Unternehmen in der Produktion, in der Industrie begegnet. Aber wir haben ja auf der rechten Seite auch so ein Stück weit aufgeführt, was eine Lösung sein könnte oder Ansätze für Lösungen.
Und ein Thema ist uns dabei auch noch aufgefallen, das in der Diskussion momentan überhaupt gar keine Rolle spielt. Wir haben ein Riesenpotenzial an un- und angelernten Mitarbeitern, auch jüngerer Natur. Wir reden jetzt davon im Wahlkampfprogramm der SPD 15 Euro Mindestlohn. Sei mal darum, ob das durchgeht oder nicht. Frage, warum machen Sie es nicht jetzt? Aber ganz andere Frage. Wir haben aber viele Un- und Angelernte, die im Thema Zeitarbeit oder angelernte Tätigkeiten in Unternehmen ausführen. Wie will ich diesen Mitarbeitern heute bei 15 Euro brutto, die sie verdienen würden, sagen, ihr könnt auch eine Ausbildung bei uns machen, aber ihr kriegt nur 1.000 Euro brutto als Ausbildungsgehalt. Also wie kann ich sozusagen einen Ausbildungsanreiz schaffen, um diese Menschen in qualifizierte Tätigkeiten zu bringen? Weil nach unserer Erfahrung, je besser qualifiziert Menschen sind, desto eher sind sie in Unternehmen gebraucht beziehungsweise werden vom Arbeitsmarkt wieder aufgenommen. Die Kette, die sich dahinter aber steht, immer wieder neue Zeitarbeit bei 15 Euro, die haben sich ja auch einen Lebensstandard erarbeitet und wollen von diesem Lebensstandard keinen Abbruch haben. Also von daher, Berufsausbildung hinkt hinterher. Und ein zweites Beispiel, wir reden heutzutage vielfach über Cyberkriminalität, Cybersicherheit und dergleichen mehr. In den IHK-Ausbildungen, zum Beispiel zum Industriekaufmann oder IT-Kaufmann, so heißt er ja neu, IT-Kaufmann, sind etwa nur 10% der Lerninhalte überhaupt mit dem Thema Cyber unterwegs. Also das sind die jungen Leute, die zukünftig in diesem Themenfeld unterwegs sein sollen, die dafür sicherstellen, Maßnahmen entwickeln sollen, die das eben funktionieren. Und da sind wir eben zu statisch in dem gesamten Thema der Berufsausbildung, im gesamten Thema der Organisation von Berufsausbildung. Und das Thema Qualifizierungsgeld ist auch ein guter Ansatz. Das heißt, es gibt eben nicht nur für die Qualifizierung Geld von der Agentur für Arbeit für diejenigen, die in die Qualifizierung gehen, sondern es gibt auch für den, ich sage jetzt mal, Verdienstausfall fürs Unternehmen eine Erstattung, kommt auf die Größe des Unternehmens an, teilweise bis 100%. Nur bei gleichzeitig herrschendem Fachkräftemangel werden Mitarbeiter schon, also ist es schon schwierig, Mitarbeiter freizustellen, um sie weiterzubilden. Und es ist so kompliziert, dass, also wenn wir zum Beispiel da zwischengeschaltet sind, Wolfgang, du kennst das Thema, ja. Und wir regeln das mit der Agentur für Arbeit, also durch diesen Formulardschungel zu kommen, dann hat das eine gewisse Aussicht auf Erfolg. Aber Unternehmen, also gerade mittelständische, kleinere Unternehmen oder auch die größeren, schrecken also 3000 zu. Mitarbeiter, ein Personaler und zwei Businesspartner, die ihn unterstützen, völlig illusorisch, dass die sich noch um das Thema Personalentwicklung oder auch Weiterbildung, Qualifizierung kümmern. Die wissen ja noch nicht mal, dass sie beispielsweise einen abgebrochenen Maschinenbaustudenten unter den Angelernten oder Ungelernten haben, der aber vielleicht in der Qualifizierung gute Chancen hätte, eine ganz andere Position im Unternehmen zu rücken. Ich ziehe dich jetzt mal ein bisschen weiter zu mir, so, weil sonst bist du außerhalb des Kamerabildes. Ja, das wäre natürlich schlimm. Ja, Bürokratiemonster lebt. Ich habe das ja eben schon mal gesagt aus meiner persönlichen Erfahrung und ich glaube, da hätte ich genügend Beispiele, um das noch anzureichern. Aber es ist ja etwas, was wir in dem europäischen Kontext sehen müssen. Das heißt also, häufig werden ja auch Vorgaben aus Europa gemacht. Beispiele sind ja hier die DSGVO, die uns wirklich überrascht hat, mit welchen Besonderheiten wir dort arbeiten müssen. Also, unsere Zielsetzung zum Beispiel im Thema Transfer, soll ich noch ein Stück zurückgehen? Im Thema Transfer ist der Auftrag von der Agentur für Arbeit und damit natürlich auch als ausführendes Organ vom Ministerium, dass wir Menschen in Arbeit bringen. Menschen in Arbeit bringen heißt, zwei Parteien zusammenbringen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die zusammenbringen und das möglichst zielgenau, möglichst schnellstens. Jetzt müssen wir durch das DSGVO als erstes mal... Datenschutzgrundverordnung als erstes mal eine Genehmigung des Mitarbeiters haben, dass wir seine Daten weitergeben dürfen. Jetzt haben wir ein Unternehmen, an dem wir mehrere Kandidaten weitergeben könnten. Dann müssen wir diesen Teilnehmern wiederum sagen, welches konkrete Unternehmen dahinter steckt.
und ob wir das personalisiert oder anonymisiert dürfen. Das müssen wir natürlich alles nachweisen, weil das heißt ja, der Mitarbeiter könnte sich dagegen beschweren, dass wir seine Daten weitergegeben haben, mit der Zielsetzung Arbeit aufzunehmen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was wir müssten auch, wenn er einen Antrag auf Löschung seiner Daten stellt, müssten wir das ja tun. Andererseits müssen wir natürlich für die Abrechnung, weil in Transfergesellschaften bekommen die Mitarbeiter von uns ja auch Gehalt, müssen wir es natürlich für die Finanzbehörden aufbewahren. Also die Trennung dieser Daten vorzunehmen, ist schon eine Herausforderung. Und wenn das Ganze dann noch ESF gefördert ist, dann schlägt natürlich die ESF-Verordnung ja, dann ist die egal. Bundesbehörde. Dann ist egal, dann machen wir alles 30 Jahre auf. Ne? Und das Schöne ist, wir halten es dann nicht nur 30 Jahre auf, sondern mittlerweile haben die auch gesagt, also diese Behörde kann jetzt auch mittlerweile auf die Datensätze zugreifen. Wir können also mittlerweile Datensätze elektronisch erzeugen. Also ich habe noch ein schönes Beispiel, hat uns vor 3 Wochen Nerven gekostet. Wir müssen Daten der Agentur für Arbeit über die Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Das sind gescannte Bögen, also haben ziemlich großes Volumen. Die Agentur, also selbst wenn wir es doll komprimieren, aber von Hunderten von Mitarbeitern, können wir es der Agentur, dem einzelnen Mitarbeiter gar nicht zur Verfügung stellen, weil der hat einen Posteingang mit 2 MB gedeckelt. Dann gibt es eine elektronische Schnittstelle, da kann man ganz viel reinschieben. Dazu braucht man aber Zugangsdaten. Und dann, Claudia, Projektleiterin bei uns, hat es erfahren, hat dann telefoniert, es geht nicht, es geht deswegen nicht, die Arbeitsagentur schickt die Daten raus und wenn der Brief, bis der Brief aus der Arbeitsagentur bei uns ist, sind die 10 Tage, wo diese Daten gültig sind, abgelaufen. Der Mitarbeiter hat dann der Frau Weinert mitgeteilt, sie haben gar keine Chance, diese Schnittstelle zu bedienen, weil es einfach nicht geht. Aber mein Beispiel war viel schöner. Wir schicken aber 736 Mails dann eben. Ne? Scheint mir jetzt auch nicht einfacher zu machen. Also wir sind zuletzt im Rahmen ESF, im Europäischen Sozialfonds, überprüft worden. Die haben das natürlich ausgelagert, die Bezirksregierung und das Ministerium, an ein entsprechendes Unternehmen. Und wir konnten halt Daten elektronisch erfassen. Im Rahmen der Überprüfung sind wir dann von der Behörde, die Zugriff auf die Daten hat, aufgefordert worden, diese Daten ausgedruckt per Brief Ihnen wieder zur Verfügung zu stellen. Haben wir gesagt, aber ihr könnt auf die Daten doch zugreifen. Ja, aber ich brauche die für die Überprüfung im Original. Ja, Original haben wir nicht. Ja, dann drucken Sie sie aus und schicken sie uns zu. Haben wir gemacht. Ja, also man kann sich manchmal gar nicht so krude überlegen, wie das Ganze eben stattfindet. Und deswegen, eine Vereinfachung von Bürokratie ist der einzige Ausweg aus der ganzen Sache. Wenn ich ein komplexes System habe, muss ich die Handhabung dieses Systems so einfach wie möglich machen. Man hat es zum Beispiel mit Apple, mit dem Smartphone geschafft, mit einer einfachen Oberfläche, ohne sämtliche Phänomene, die dahinter liegen, zu erklären, zu verdeutlichen, sondern durch einfache Handhabung ein System aufzusetzen, was jetzt weltweit verbreitet ist und wunderbar funktioniert. Deswegen gehen wir auch in alle verfügbaren Arbeitskreise, um das dann entsprechend zu befördern, dass wir diese Bürokratie reduzieren. Ich habe mal eine Frage. Wir haben vor kurzem bei einer anderen Veranstaltung haben wir eine Mitarbeiterin aus der Stadt Darmstadt kennengelernt. Die hat gekündigt, weil sie gesagt hat, sie wollte innovativ sein und sie hatte keine Chance. Also innerhalb der Behörden. Also ich meine, sind wir schon verloren oder wie ist denn? Ich meine, haben wir überhaupt noch eine Chance, aus dieser Bürokratie rauszukommen, wenn die Mitarbeiter selbst schon kündigen, weil sie keine Möglichkeit sehen, von intern da was zu bewirken? Das ist Es ist frustrierend, aber ich sag mal, uns hält aufrecht, dass es doch immer Einzelne gibt, die ihre Handlungsspielräume neu interpretieren. Und die dazulernen. Also, Beispiel dazu, wir arbeiten für einen großen Automobilzulieferer, Reifenbauer in Aachen. Die Agentur in Aachen hat vormals gesagt, jeder, der einen Bildungsgutschein haben will, muss einen persönlichen Termin bei der Agentur für Arbeit haben. Wenn man jetzt mal so 800 Leute betrachtet und jeder muss einen Termin haben und diese Terminvorgaben dauern so in der Regel
Zwei, drei, vier Monate. Dann kann man sich vorstellen, wenn man nur 12 Monate Zeit hat, wie viel Zeit verloren geht, bis der Letzte da durch ist. Mittlerweile hat die, das ist dann hochgekocht, weil wir haben gesagt, dann lassen wir doch eine Infoveranstaltung für alle machen, einen größeren Rahmen und nehmen Teilnehmerlisten, unterschreiben und dann war das sozusagen pro forma die Erklärung für einen Bildungsgutschein. Das geht nicht. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist zur Regionalagentur nach Düsseldorf gegangen. Die Düsseldorfer haben gesagt, das geht auf gar keinen Fall. Anderthalb Jahre später geht's. Also auch manche Organisationen lernen dazu. Man muss halt dicke Bretter bohren, aber manchmal lohnt es sich, das zu tun. Deswegen geben wir auch nicht auf. Ja, ja, das ist natürlich ein Thema, das allenthalben überall stattfindet. Das Thema KI, weil da kann man jetzt so oder so drüber diskutieren, ob nun die Vorteile oder die Nachteile oder die Risiken. Wir sehen da auch Risiken drin, um Gottes Willen, gerade zum Thema eben Daten, persönliche Daten. Aber ich habe eben schon mal im Gespräch gesagt, meine Tochter ist Assistenzärztin in einem Krankenhaus, das zur Universitätsklinik Köln gehört. Die ganze Thema dessen, was man dort im Rahmen eben der Krankheits- und der Symptome darstellen kann, was bei einem Arzt eben durch langjährige Erfahrung an Wissen angesammelt wird, kann man mit einer KI ganz anders abbilden. Das ist natürlich gerade in der Diagnostik ein Riesenschritt nach vorne, weil auf eine Riesendatenmenge zugegriffen werden kann, die, ich sage jetzt mal, dem Anfänger oder dem noch nicht so gestandenen, erfahrenen Arzt noch nicht zur Verfügung steht oder der noch nicht so viele Fortbildungen gemacht hat oder sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Auch dieses Thema ist ein Riesenthema in der Forschung. Auch da wird die KI noch mal ganz andere Möglichkeiten bilden und uns ganz andere Möglichkeiten offerieren. Andererseits, wenn man das ganze Thema auf dem Arbeitsmarkt sieht, heutzutage sind unsere Sozialsicherungssysteme an die Person gebunden. Wir haben eine personalisierte Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Heißt, der Mitarbeiter, der angestellt ist, der Arbeitnehmer ist, wie auch immer, der zahlt Sicherungssysteme ein. Wenn die Anzahl von Mitarbeitern, die beschäftigt sind, oder Mitarbeiterinnen, die beschäftigt sind, sinkt, gleichzeitig aber durch die Babyboomer und durch die nachfolgenden Generationen die Ansprüche steigen, muss man sich überlegen, wie man die sozialen Sicherungssysteme stabil hält. Und dazu gibt es heute überhaupt noch gar keine Überlegung. Wir reden jetzt über eine Überlegung, die da sagt, also wir können bis zu 80% sicherstellen, dass das eingesetzte Kapital, privat eingesetzte Kapital, gesichert wird durch unseren Finanzminister Lindner mit einer steuerfinanzierten Zusatzversicherung, Rentenversicherung. Ob das Ganze aber funktioniert, wenn wir von 19 Millionen Babyboomern in Rente gehen, wage ich zu bezweifeln. Also von daher... Zumindest die KI kann man schlecht regulieren. Also da ist ja noch... Wie soll ich sagen, das ist ja rudimentär, was da gerade noch geregelt ist. Aber das, was geregelt ist, hemmt auf jeden Fall schon mal den Innovationsgeist tatsächlich. Und das wird aber ein Thema sein, das kommt von unten. Das kann man gar nicht von oben verordnen, ob man das nutzt oder nicht, sondern es wird schon genutzt. Und Mitarbeiter machen sich das Leben damit einfacher. Und schlimm ist eher, dass wir in, wo du gerade sagtest, Smartphone, in der EU sind verschiedene Sachen so reguliert, dass Anbieter das bei uns gar nicht alle Funktionen freischalten, weil das in Deutschland oder in der EU eben untersagt ist. Das schneidet uns natürlich letzten Endes aber auch von Möglichkeiten ab. Und gerade die Gen Z, die Generation Y und Z, die wollen das ja auch. Die wollen, also da läuft Privatleben und Erwerbsleben, das läuft ja nicht mehr getrennt, also um 5 Uhr ist Feierabend, sondern das ist läuft alles mit Smartphone und in der Cloud und wie auch immer. Also insofern bleibt diese Entwicklung auch noch spannender, aber was auf jeden Fall nicht funktioniert und da sollten wir uns eben auch von lösen und da werben wir auch für, wenn es irgendwo 1000 Stellen gibt, die frei sind und 1000 Mitarbeiter, die irgendwo frei werden, dann hat die Arbeitsagentur immer die Rechnung super, die passen ja ganz toll zusammen. Ja? So ist das aber eben nicht. Und manchmal stellt man erst später fest, dass es dann vielleicht jemand wie uns braucht, der das dann auch
darstellt. Anforderungen und Rahmenbedingungen matcht und schaut, was, ne, was muss man tun, damit das eine zum anderen passt. Und das ist dann nämlich genau dieses Problem. Also es gibt, siehe Bosch oder so, die haben auf der einen Seite 1700 Ingenieure, die sie entlassen, weil das Thema E-Mobilität eben in der Umstellung ist vom Verbrenner. Aber auf der anderen Seite braucht man eben genau für diese E-Mobilität wieder ganz andere ingenieurstechnische Fähigkeiten. Und die fehlen im Unternehmen. Da hat sich aber auch noch nie jemand Gedanken gemacht, kann ich nicht die einen ins andere befähigen. Ne? Und Mitarbeiter, das wissen wir auch, die einmal weg sind, das ist ganz schwierig, da wieder dran zu kommen. Also die Beispiele sind ja nun mannigfach. Bayer will von 15 Hierarchiestufen auf 4 zurück. SAP entlässt Softwareentwickler, obwohl sie für das KI-Design Entwickler benötigen. Das lässt sich konsequent durchführen. Aber das Problem ist immer so nach dem Motto, wenn ich das nicht sofort tue, habe ich im Endeffekt das Thema Kostendruck, Wettbewerbsnachteile. Und wir haben in der einen oder anderen Stelle festgestellt, das Thema Investition in Personal, in die Ressource Personal, lässt sich ja nicht bilanziell darstellen. Ich kann aber sehr schnell darstellen, dass ich auf der einen Seite den Personenkörper runtergefahren habe, damit Kosten gesenkt habe. Eine Investition ist immer auch mit Risiko verbunden. Also wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wirklich meinen Anforderungen später auch gerecht. Aber das ist zu einfach gedacht, weil diese Mitarbeiter sind ja auch Potenzial, Humankapital im Unternehmen und das müsste anders befördert werden, auch mit anderen, ich denke, mit anderen Möglichkeiten der Mitbestimmung im Rahmen der Betriebsräte. Das ist ja nur ein Vorschlagsrecht, das ist ja keine Mitbestimmung im Sinne von, das können wir mitentscheiden. Und deswegen brauchen wir einen politischen Plan für den Strukturwandel. Und wenn wir den Strukturwandel, wir haben den ja geschafft, den Ausstieg aus der Montanindustrie mal genauer beleuchtet, dann haben wir es geschafft, die Mitarbeiter, die davon betroffen waren, in die Rente zu überführen. Wir haben es aber nicht geschafft, zum Beispiel in Dortmund, Duisburg und dergleichen mehr neue Industriearbeitsplätze anzusiedeln, sondern das ist eben an der Stelle nur durch den Übergang der Mitarbeiter in Rente überdeckt worden. Das war die Zielsetzung. Ohne die Zielsetzung aber, dass man gleichzeitig Industriearbeitsplätze ansiedeln konnte. Dann, wird häufig, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber dann ist immer ein Argument, es gibt jetzt, das mache ich immer gerne, es gibt jetzt ja tolle Radwege an den alten Bahntrassen im Ruhrgebiet. Ja, aber wie viele Arbeitsplätze schaffen jetzt Radwege? Vielleicht noch mit dem einen Kiosk, der aber nur am Wochenende 4 Stunden auf hat. Und das ist genau das Thema, was wir jetzt auch im Rheinischen Revier feststellen. Dort steht der Strukturwandel auch wiederum an, Ausstieg aus der Braunkohle. Dann redet man davon, man will Wasserstoffunternehmen ansiedeln. Aber diese Ansiedlung dauert ja bis zu 5 Jahre, bis man diesen Industriestandort wirklich aufgebaut hat. Bis dahin brauchen wir aber das Personal. Also wie bilden wir dieses Personal auf zukünftige Qualifikationen aus, von denen wir noch nicht wissen, wie sie aussehen. Und das schreckt natürlich alle potenziellen Investoren auch möglicherweise ab, bis sie dann eben sagen, also wir haben andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Auf die Uhr? 8 Uhr? Ist noch gut? Ja. Ja, E-Mobilität haben wir eben schon mal so ein Stück weit angesprochen. Wenn man das Ganze aber betrachtet, wenn man den gesamten Themenkomplex mal von vorne bis hinten betrachtet, so lässt sich darstellen, ist der Dieselmotor klimaneutraler als ein entsprechender Elektromotor. Weil ich muss ja die gesamte Komponente der Entwicklung, der Nutzung und der Entsorgung betrachten und nicht nur das Thema des Betriebs. Weil was machen wir mit den alten Batterien? Was machen wir mit den alten Autos, Fahrzeugen, die dann entsprechend dastehen? Unter welchen Umständen werden auch die seltenen Erden gefördert? Auch das ist ein Riesenthema. Also die seltenen Erden. Und wer hat die Finger drauf? Also China zum Beispiel. Ja. Eine Hauptsache. Und das ist eben ein Thema, das uns ja allen Teilen bewegt. Ein Großteil der Wirtschaft wird eben durch die Automobilindustrie geprägt. Zulieferer, chemische Industrie und. Beispiel, wir arbeiten für einen Automobilzulieferer, der hat mal geplant, 60 Front- und Heckschürzen für ein 600 zu liefern. Momentan werden 50 pro Tag abgenommen.
dass der wirtschaftlich in die Schieflage gerät, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Weil die ganze Produktion ist ausgerichtet auf eine Volllastkapazität von 600 Stück. Also wenn es 595 wären, wäre auch noch gut. Aber 60 oder 50 geht gar nicht. Mit der Situation, dass die Verträge es zulassen, dass er auch sprunghaft die Abnahme verändert. Also mal sind es vielleicht nur 50, am nächsten Tag 100. Damit ist natürlich eine Personalplanung, eine Kapazitätsplanung überhaupt nicht möglich. Das heißt, unsere Hersteller und Zulieferer, man hört es, Mercedes hat erst gesagt, sie steigen aus dem Verbrenner, jetzt machen sie die Rolle rückwärts, steigen doch nicht aus dem Verbrenner, weil keiner genau einen Plan hat, wie denn die Rahmenbedingungen aussehen, wo will diese Wirtschaft wirklich hin, wo soll sie hin? Und politisch ist das nicht gesetzt. Ja, und E-Fuels waren erst, ging gar nicht und jetzt hat man es vielleicht doch noch in der Hinterhand, weil einfach auch die Rahmenbedingungen gar nicht so sind. Auch vom Netzausbau beispielsweise, dass wir das Thema E-Mobilität hinbekommen. Ein Mitarbeiter hat gestern noch erzählt, in seiner Siedlung springt bei einer Nachbarin immer die Sicherung raus, wenn sie ihr Auto laden will. Und dann hat man festgestellt, diese Siedlung ist überhaupt nicht so ans Netz angeschlossen mit Absicherung, dass man E-Autos laden könnte, also im größeren Stil. Also da ist unser Netzsystem quasi noch gar nicht drauf ausgelegt. Und das Thema E-Fuels ist ein schönes Thema, weil darüber wird ja diskutiert, als wenn wir den Teufel aus der Hölle rausholen. E-Fuels sind im Endeffekt klimaneutral, wenn man sie in Gänze betrachtet. Wenn man das Thema Sauerstoff, also die Trennung von Wasserstoff und Sauerstoff, mit grünem Strom erzeugt, Kohlendioxid und Sauerstoff, ich darf korrigieren. Nee, wenn man erstmal Wasserstoff und Sauerstoff trennt, den Sauerstoff in die Atmosphäre entlässt, okay, den Wasserstoff mit CO2 verbindet, um dann die E-Fuels herzustellen, dann erzeugt man durch das Verbrennen im gesamten Prozess genauso viel CO2, als wenn man es von vornherein, anders mit normalen Kraftstoffen gemacht hätte. Also auch da sind es im Endeffekt ideologische Vorbehalte, wie man das ganze Thema diskutiert und nicht Werte und offen. Man hat sich immer nur auf das Thema Strom fokussiert und das ist eins der großen Probleme. Ja, wir haben es ja eben schon mal gesagt, Einsicht wäre ein guter Weg für die Politik. Aber ich glaube, ein Problem ist, dass wir in der Politik keine Wirtschaftsleute mehr sitzen haben. Wir haben zu wenig Wirtschaftsleute in der Politik, die den gesamten Rahmenbedingungen, komplexen Themen, Prozessen auch Rechnung tragen und das auch transportieren können. Weil das Thema Verbundkreislauf in der chemischen Industrie ist einem Politiker nur sehr schwer zu erklären. Früher waren das chemische Standorte, ein Unternehmen, BASF, Höchst, Bayer, wie sie alle heißen. Heute sind an den gleichen Standorten mehrere Unternehmen in Konkurrenz, aber voneinander abhängig. Heißt, wenn eins dieser Unternehmen geht, das Vorprodukte von einem anderen Unternehmen bekommt oder Produkte wiederum einem nachgeordneten Unternehmen liefert, dann steht der gesamte Standort auf der Kippe. Und das zu erklären im Rahmen von Verbundwirtschaft, von verbunderzeugten Produkten, ist, wir haben es versucht, massiv schwierig. Aber da ist es sicherlich auch nochmal hilfreich, Hang, was du eben sagtest, dass sich auch Unternehmen da nochmal lauter zu Wort melden und auch diese Wertschöpfungsketten nachhaltig laut zu erklären. Aber wir haben doch mit dieser Wirtschaftsweise, die Frau Grimm, jemand, der durchaus ja auch die Meinung sagt, weil sie wird ja dann nicht so gemocht. Das ist ja dann Gut, die werden ja auch von den Parteien letztendlich in diesen Wirtschaftsrat berufen. Ja, aber die Frau Grimm hat ja noch ein anderes Problem, dass man ihr sozusagen Befangenheit unterstellt, ne? Weil sie noch zwei Job hat. Aber deswegen ist ja auch das Institut der deutschen Wirtschaft so stark, weil es halt ein SPD-nahes Institut ist und da durchaus eine sehr starke Stimme in dem Kontext hat. Ja.
Deutschland Abstieg verhindern, wie packen wir es an? Also mit viel Durchhaltewillen, mit viel Überzeugungskraft, mit viel Einsatz von an jeden Stellen, an unterschiedlichsten Stellen. Und das ist eben der Ansatz gewesen, dieses Buch zu schreiben. Wir möchten uns natürlich bedanken bei dir, Hang, für die Aufnahme in das Diplomatic Council und bei unserem Andreas Drippke, der uns seit 16 Jahren begleitet hat, auch im Rahmen dieses Buches, beziehungsweise bei... Ja, Wolfgang Stader dürfen wir uns bedanken, bei uns im Hause Senior Executive Consultant. Und der hat uns da mit seinem Sachverstand unterstützt bei der Erstellung des Buches. Vielen Dank. Auch für deinen Gestaltungswillen. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.